Hallo bei den Filmgorillas. Wir reden diese Woche über einen Film, der auf einer wahren Begebenheit beruht. Aber anders als bei wahren Begebenheiten, wo man immer sagt, oh krass, dass das bestimmten Menschen passiert ist, betrifft dieser Film wirklich uns alle, jeden Einzelnen von euch, von uns. Und darüber reden wir gleich. Aber wir starten jetzt mit einem anderen Neustart. Ja, mit einer Art Coming-of-Age-Krebsdrama namens Miller meets Moses. Ein Film mit einem ja doch neuen und überraschenden Ansatz, der mich aber persönlich nicht so ganz abholen konnte. Mich ja schon sehr. Das haben wir schon beim gemeinsamen Schauen festgestellt. Geschmäcker sind verschieden, wobei es geht da, glaube ich, gar nicht um Geschmack, sondern es geht wirklich darum, ob man emotional getroffen ist von dem, was dargestellt wird. Erzähl mal kurz was in dem Film. Es geht um ein todkrankes Mädchen namens Miller, Teenagerin, die durch Zufall lernt sie einen Jungen namens Moses kennen, der sich eher so mit kleinen Drogendeals über Wasser hält und ansonsten halt auch nicht gerade den besten Lebensstil frönt. Und sie verliebt sich in Moses. Und das führt halt zu einigen Komplikationen, denn sie bringt ihn öfter mal mit nach Hause in ein Elternhaus, das selbst nicht so ganz einwandfrei oder problembefreit ist, sagen wir es mal so. Und weshalb die Eltern dann erkennen müssen, fuck, wir kommen aus der Nummer nicht irgendwie raus, also müssen wir jetzt mit dem Teufel leben, sagen wir es mal so, um ihrer Tochter die letzten Tage auf Erden so schön wie möglich zu gestalten. Genau, also ich hatte so ein bisschen den Eindruck, Miller möchte ihre Eltern erstmal so ein bisschen schocken, damit, dass sie den überhaupt mit nach Hause bringt, den Moses. Eine sehr, wie ich finde, also es geht ja in Richtung Tragikomödie. Man hat ja schon zwischendurch auch gelacht während des Films. Also dieses wirklich skurrile Abendessen ist mir hängen geblieben, wo die Tochter halt den Junkie mit nach Hause bringt, aber der ist nicht der Zugedröhnteste am Abendessenstisch, weil die Mutter halt permanent Pillen einschmeißt. Man weiß auch nicht genau, ob sie es tut, um mit der Krankheit ihrer Tochter klarzukommen oder nicht. Und mich hat der Film beeindruckt, weil ich fand, die Darstellung dieser Familie schwankte immer so zwischen Satire und dann kam, also dann hast du aber gemerkt, oh, das ist gar keine Satire, sondern das ist tatsächlich ernst gemeint, wie es da zu Hause irgendwie vonstatten geht. Und das hat mich schon so ein bisschen ins Grübeln gebracht. Und auch die Tatsache, wir wollen unserer Tochter das bestmögliche Leben geben, weil sie todkrank ist, löst bei mir die Frage aus, warum denn nur, weil sie todkrank ist? Also sollten wir nicht alle immer unser Bestes geben, um miteinander zurechtzukommen und ein schönes Leben führen? Und das sind Gedanken, die der Film bei mir ausgelöst hat, muss ich sagen. Ja, und ich muss sagen, da war so viel drin, was ich schon leider durch andere Filme sehr viel gesehen habe. Zum Beispiel Heute bin ich blond, dieses ganze Thema mit den Perücken, dass sie halt irgendwie versucht, mit anderen Perücken so ein bisschen in der Gesellschaft irgendwie weniger aufzufallen. Aber dann auch solche Szenen wie, ich gehe jetzt mal auf eine Party und verhalte mich ganz wild, aber tatsächlich klappt das nicht so wirklich gut, weil ich bin eigentlich Krebspatientin und stehe unter Chemotherapie und irgendwie war es eigentlich klar, dass ich einen Breakdown kriege und dass die Drogen sich mit den Medikamenten nicht so, der Alkohol nicht sich so gut mit den Medikamenten verträgt. Das sind alles so Sachen, die fand ich dann schon ein bisschen ausgelutscht und da hätte ich halt gedacht, dass man da auf solche Momente verzichtet. Auf der anderen Seite gebe ich dir mit allem recht, was du gesagt hast, dieses Elternhaus ist komplex, es ist nicht ganz sympathisch. Ja, die Mutter ergeht sich in den Tabletten, die ihr tatsächlich von ihrem Ehemann verschrieben werden und scheint auch nicht so wirklich zu realisieren, dass sie sich komplett am Leben vorbeinebelt. So. Und dann kommt noch Moses. Und Moses ist halt für mich eine total unsympathische Figur gewesen, bei dem ich nicht einmal nachvollziehen konnte, wie die Liebe gerechtfertigt ist. Die Liebe ist für mich tatsächlich ein bisschen mehr behauptet hier in dem Fall. Denn Moses ist kein guter Mensch. Er hat auch eigene Probleme, die gestehe ich mir gerne zu. Aber er ist nicht bereit und er ist auch bis zum Ende nicht bereit, irgendwas dagegen zu tun oder ansatzweise ein Zeichen der Entwicklung zu zeigen. Und das, finde ich, steht im Kontrast zu eben der Aussage des Films, dass da Menschen sind, die zwar selbst ihre eigenen Probleme haben oder versuchen, Probleme zu verdrängen, aber trotzdem ihrer Tochter noch die besten, letzten Tage ihres Lebens zu ermöglichen. Aber das hat mich emotional nicht zu denen rangeführt oder an diese Situation rangeführt. Und ich bin auch jemand, der ist gerade bei Kindern nah am Wasser gebaut. Ich war am Ende nicht so ergriffen, wie ich hätte
ergriffen sein können, meiner Ansicht nach. Ich gebe dir recht. Ich habe auch nicht komplett nachvollziehen können, warum sie sich ausgerechnet in ihn verliebt, ob das wirklich mehr so Aufbegehren ist. Ich hingegen fand das Elternhaus sehr sympathisch, muss ich sagen. Ben Mendelsohn als Vater fand ich, also zum einen großartig gespielt, zum anderen aber auch in seinen Bemühungen und was er alles, wie er über seinen eigenen Schatten springt, damit seiner Tochter gut geht, fand ich super. Und ich würde euch den Tipp geben, guckt es euch selber an, damit ihr entscheiden könnt. Natürlich, immer, immer. Es ist auf jeden Fall, ich muss halt sagen, das ist schon schön, dass man hier in so eine dysfunktionale Familie geschmissen wird und die halt auch ihre eigene Weise findet, um mit dem Problem umzugehen. Das ist anders als so viele andere Krebs- und Coming-of-Age-Dramen, die wir gesehen haben. Ich komme halt emotional nicht so an die ran. Ich finde, er ist auch schön inszeniert, auch wenn mich der ein oder andere Instagram-Filter so ein bisschen auch wieder rausgezogen hat. So, kann ich halt auch nicht mehr wirklich sehen. Aber persönlich muss ich sagen, bin ich eher bei so Krebsdramen wie Me, Earl and the Dying Girl dran und nicht so sehr bei Baby Teeth oder Miller Meets Moses, wie er heißt. Aber auch ich sage, es ist ein anderes Krebsdrama, es ist ein interessantes Krebsdrama und vielleicht erreicht es euch auch doch mehr emotional als mich. Und jetzt kommen wir zu einem Film, der, ich glaube, das kann ich so für uns zusammenfassen, uns beide emotional erreicht hat. Auf jeden Fall, auf allen Ebenen und es ist ein wichtiger Film. Ja. Und wir sagen einfach beide unisono, den muss man sehen. Geht um vergiftete Wahrheit, Originaltitel ist Dark Waters. Mark Ruffalo spielt einen Umweltanwalt, der eigentlich die großen Chemiekonzerne immer vertreten hat und sozusagen in einem ersten großen Fall die Seiten wechselt, auch aus emotionaler Verpflichtung heraus, weil der Kläger seine Oma kennt. Also der beruft sich darauf, dass er im selben Ort aufgewachsen ist und so kommt er halt an diesen Fall heran. Und vorweg, es beruht alles auf einer wahren Begebenheit. Ich habe schon gesagt, mich hat das Thema so mitgenommen. Ich habe gestern noch die Geo-Dokumentation gesehen. Und zwar geht es um den Teflon-Skandal. Teflon kennen wir alle, benutzen wir alle, wissentlich oder unwissentlich. Nicht nur in Bratpfannen, sondern Teflon ist auch, wenn du eine beschichtete Jacke hast. Gore-Tex heißt das dann. Das ist dieselbe Chemikalie, die da drin ist. Und, Teppiche. Genau, Teppiche, Möbel, Polituren. Also jeder von euch hat Teflon irgendwo in seiner Wohnung und nicht nur dort, sondern auch mittlerweile im Blut. Also die Chemikalie C8, um die es geht, die lässt sich nicht biologisch abbauen. Die verbleibt kann der Körper einfach nicht ausstoßen oder abstoßen. Im Gegenteil, die haben wir immer im Blut. Sie reichert sich sogar noch an im Blut. Und dieser Film dokumentiert den Kampf des Anwaltes, großartig gespielt von Mark Ruffalo, der sich das Fall dieses Farmers annimmt, dessen 190 Kühe verendet sind, seitdem die Firma DuPont ein Stück Land in seiner Nähe gekauft hat, um dort die angeblich ungefährlichen chemikalischen Abfälle zu entsorgen, die sich natürlich als nicht ganz so ungefährlich entpuppen. Die Kühe verenden, die Chemikalie gelangt ins Leitungswasser. 70.000 Menschen sind nachher betroffen, die dieses Leitungswasser trinken. Und das Skandalöse an diesem Skandal, der hat doch gar kein Ende gefunden. Also es gibt mittlerweile eine Ersatzchemikalie, die aber in den Tierlaboren, in denen sie getestet wird, zu denselben Ergebnissen geführt hat. Die Frauen, die gearbeitet haben bei DuPont, die Kinder bekommen haben, missgebildete Kinder bekommen haben, wurden nach Hause geschickt, aber die Männer haben weiter dort gearbeitet und es gibt noch keine Lösung dafür, weil es in allein 80.000 Chemikalien gibt, die von der Umweltbehörde nicht reguliert werden. Und ich muss sagen, der Gedanke, dass wir auch dort drüben in unserer Küche Teflonpfannen haben, hat mich nie so berührt und seit 3 Tagen kann ich an nichts anderes denken, ehrlicherweise. Also der Film bringt es unaufgeregt rüber. Also man hat jetzt nicht das Gefühl, dass man in so einem boulevardesken, skandalösen Film ist, sondern der vermittelt wirklich Fakten, die, wie dann auch meine nachträgliche Recherche gezeigt hat, wirklich richtig und wichtig sind und mir lässt es keine Ruhe. Und Todd Haynes, der Regisseur, der eigentlich vorher der hat sehr viel ungewöhnliche Filme gemacht, Carol zum Beispiel oder Velvet Goldmine so und jetzt hier so einen ernsten, politisch-ökologischen Thriller, Tatsachen-Thriller, der dann in seiner Art und Weise so ruhig und mit vielen Dialogen, mit vielen Fakten und mit vielen Menschen in einem Raum, die sich unterhalten, erzählt wird. Das erinnert dann tatsächlich an die ganz großen Polit-Thriller
wie jetzt zum Beispiel die Unbestechlichen oder Drei Tage des Kondor. Aber halt ist eher so ein ja, in der Reihe dieser Aktivistenfilme, sage ich jetzt mal, zu sehen. Denn zum Glück gibt es Menschen wie diesen Anwalt, wie Robert Belliot heißt er, glaube ich, oder Bellot. Der ist vergleichbar mit Aaron Brockovich zum Beispiel. Wer Aaron Brockovich gesehen hatte, soll sich Dark Waters bitte angucken. Oder Zivilprozess mit John Travolta. Unbedingt Dark Waters angucken. Oder auch Silkwood damals mit, ich glaube, Jane Fonda war das, ich bin nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall diese Aktivistenfilme, die halt versuchen zu zeigen, ey Leute, es gibt noch Hoffnung. Es kann Menschen geben oder es gibt Menschen, die setzen sich zur Wehr, die zeigen diesen Großkonzernen, dass sie mit ihrem Treiben halt nicht bis in alle Ewigkeit weitermachen können, dass da Menschen sich bemühen, eben diese Missstände aufzuzeigen. Der Mann hat 70.000 Menschen dazu gebracht, einen Bluttest abzugeben. Und sie konnten mit diesen 70.000 Menschen nachweisen, dass da ein Zusammenhang besteht zwischen den Abfällen, die DuPont ins Grundwasser einsickern lässt. Und so vielen Krankheiten. Und so vielen Krankheiten, die halt in dieser Region aufgetreten sind. Ja? Und das wird halt gezeigt mit ja, schon düsteren Bildern. Also der Film ist relativ dunkel und hat auch immer so einen relativ ja, bedrohlichen Score dann irgendwie drunter gelegt. Also die Musik, die brodelt so ein bisschen ständig unter den gewissen Situationen, um auch zu verstärken, worum es da eigentlich geht. Aber das ist alles nicht belehrend. Die sagen nicht, du oder du oder du machst was falsch. Nein, die sagen halt, wir können nichts dafür. Uns wurde das alles vorenthalten über Jahre hinweg und die haben da richtig viel Geld mit verdient und die mussten bisher noch zu wenig dafür zahlen. Und das ist nicht einfach nur in den USA und weit weg, sondern es gibt jetzt aktuell einen Fall in den Niederlanden, es gibt einen Fall in Bayern, wo sich Gemeinschaften zusammentun, weil sie halt herausgefunden haben, dass dieses C8 bei ihnen im Trinkwasser ist. Also das ist nichts, was irgendwie weit, weit weg ist und den anderen passiert, sondern das passiert uns allen. Deswegen ist mein Fazit, guckt euch diesen Film an, guckt euch die Dokumentation an, The Devil We Know heißt die Dokumentation dazu. Und und versucht irgendwie eure Lehren, euer Verhalten daraus zu ziehen und erzählt es weiter. Es ist wirklich ein guter Film, es ist ein wichtiger Film. Welcher Thriller, der auf einer wahren Begebenheit beruht, hat euch bis jetzt am meisten fasziniert? Schreibt es mal in die Kommentare. So, und jetzt komme ich zu was Leichtem. Weil wir haben eine kleine Premiere bei den Filmgorillas. Wir können uns nicht immer auf die Filmauswahl einigen. Also nicht nur im Privaten, sondern auch für die Besprechung dieser Sendung. Und ich habe mir einen Film ausgesucht, den ich mir ganz alleine angeguckt habe. Ich habe einen Film ausgeguckt, den ich mir ganz alleine angeguckt habe. Es ist zu deinem Besten startet im Kino mit Heiner Lauterbach, mit Jürgen Vogel und mit Hilmi Sözer, die drei verschwägerte Väter spielen, die mit der Schwiegersohnwahl oder Freundeswahl ihrer Töchter nicht einverstanden sind. Jeweils nicht einverstanden sind. Da sind sie sich einig und sie überlegen sich, was könnte man tun? Überlässt man die Kinder ihrem Schicksal oder nicht? Und sie entscheiden sich dazu, einzugreifen. Es hat so ein bisschen was von mit Jennifer Aniston, wo sie alle ihren Vorgesetzten töten wollen. Kill the Boss. Kill the Boss, da hätte ich jetzt drauf kommen können. Genau, so, also sie rotten sich zusammen und schmieden Pläne. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich diesen Film ohne dich gesehen habe, weil ich weiß, was du an ihm kritisieren würdest. Es gibt viele Erklärdialoge, es gibt zu viele Zufälle, warum Dinge plötzlich so geschehen, wie sie niemals geschehen würden. Und ich muss sagen, es war mir egal. Ich hatte eine gute Zeit, ich fand Jürgen Vogel fantastisch. Mein Lieblingsspruch war, Heiner Lauterbach hält eine Hochzeitsrede oder übt seine Hochzeitsrede und ich hoffe, ich darf das jetzt ungeschnitten sagen, Jürgen Vogel sagt, wenn ich Buchstabensuppe esse, scheiße ich eine bessere Rede. Das fand ich tatsächlich sehr witzig. Also mein Highlight Jürgen Vogel in dem Film. Es gab ein bisschen Kontroverse um das Filmplakat vorab, weil nur die männlichen Hauptdarsteller namentlich genannt sind auf dem Plakat. Und nicht Janina Use, die eine der Töchter spielt, Lara Eileen Winkler, die ich schon aus Deutscher kannte und da schon sehr gut fand, und die Tina von Bibi und Tina, Lisa Maria Koroll, genau. Mittlerweile wurde das Plakat aber angepasst und um viele Namen ergänzt. Für seichte Unterhaltung ohne einen Filmkritiker an der Seite hat mir der wirklich sehr gut gefallen, der Film. Und ich kann eine Empfehlung aussprechen. Gut, auch ich gebe mich gerne dem Anspruchslosen hin, deswegen habe ich mir dafür, also es ist zu deinem Besten, habe ich mir Peninsula angeguckt. Ohne dich, alleine. Da muss ich ein bisschen kurz was zu erklären. Peninsula ist die Fortsetzung eines Zombie-Horrorfilms namens Train to Busan. Der kommt aus Korea und war weltweit tatsächlich ein Riesenhit und hat mir auch richtig, richtig gut gefallen, denn er reduziert eben dieses Zombie-Outbreak-Katastrophenszenario auf einen Zug.
Hier geht es um einen Vater und ein kleines Mädchen, die sind in einem Zug und in diesem Zug sind Zombies. Und in diesem ganzen Film wird nicht eine einzige Schusswaffe abgefeuert. Das fand ich großartig. Und dieser Film, der hat mir echt so gut gefallen, dass ich sehr, sehr gespannt war auf Peninsula. Peninsula setzt jetzt da an, wo der erste Film aufgehört hat. Südkorea ist von Zombies überrannt. Die noch sich retten konnten, sind geflohen, meist nach China. Und wir begleiten jetzt zwei junge Herren dabei, wie sie zurück ins zombieverseuchte Korea reisen, um eben einen größeren Goldtransport sicher zurück nach China zu bringen. Also die haben halt festgestellt oder die erfahren, dass da irgendwie eine Riesenmenge Gold rumliegt. Und deswegen werden sie dahin geschickt, um das Gold zurückzuholen. Gesagt, getan, sie fahren dahin. Und natürlich ist die Kacke am Dampfen, wenn überall sind Zombies. Schade, dass ich das verpasst. Es gibt ein paar schöne Bilder, es gibt ein paar ganz gute Darsteller noch mit dabei. Und hier und da ist die ein oder andere Plansequenz, also ohne Schnitt, das ist schon in Ordnung. Aber wenn da so ein junges Mädel mit ihrem CGI-SUV durch Incheon driftet und dabei sämtliche Zombies irgendwie aus dem Leben katapultiert, nee, tut mir leid, da bin ich nicht mehr ganz abgeholt. Und deswegen mittelmäßiges Zombie-Katastrophen-Kino aus Korea für die Leute, die noch nicht so viel Erfahrung in dem Bereich haben. Ansonsten muss ich sagen, ernüchternd. Ich bin froh über die Aufteilung, dass ich das nicht mitgeguckt habe. Ja, aber ich bin froh, dass ich jetzt eine geile Challenge nämlich stellen darf. Wenn ihr wollt, weil sich meine Frau nämlich nicht getraut hat, sich diesen Film anzugucken, wenn ihr wollt, dass sie sich jetzt endlich mal einen Horrorfilm anguckt, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da. Ja, das ist für mich der Indikator, wie viele Leute von euch jetzt hier meine Frau gerne leiden sehen möchte. Und die schreibe ich alle persönlich an, aber das wäre cool. So, und das war's von uns heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Aktiviert die Glocke und... Ja, lasst gerne auch nochmal das eine oder andere Kommentar da und bleibt uns treu. Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss.